Hallo und herzlich willkommen zu Gut gekickt, hier das Fußball-Fan-Magazin auf Gutenberg TV. Mainz 05, das ist das Thema der kommenden halben Stunde. Jede Menge Gegentore, Platz 14 in der Tabelle. Zeit für ein erstes Fazit in dieser Mainzer Runde heute. Und da begrüße ich ganz herzlich Dr. Wolfgang Klee. In der Praxis tragen Sie weiß und auf der Tribüne natürlich rot. Erster Vorsitzender des Mainzer Ärzte-Fanclubs. Hallo. Die Liebe zum Verein geht bei Ihnen durch den Computer. Und da begrüße ich vom Online-Fan-Magazin Kickes Ben Prasse. Und als City-Manager der Stadt Mainz und Dauerkartenbesitzer der ersten Stunde ist er ganz nah dran an den 05ern. Schön, dass Sie auch kommen konnten. Klaus Hammer. Ja. Ja, Platz 14 in der Tabelle. Hätte man sich auch besser ausmalen können. Wie fällt Ihr Fazit aus? Gefällt Ihnen die Platzierung bisher, Klaus? Gefallen nicht, aber es ist typisch für Mainz 05. Wir rollen das Feld von hinten auf. Mit der Gelassenheit einer Saison, die im letzten Jahr die beste war, die Mainz 05 in der ersten Liga je gespielt hat mit Platz 5. Jetzt war der Start phänomenal. Den Vizemeister 2-0 geschlagen zu Hause, in Freiburg gewonnen. Das waren Punkte, die wir in der letzten Saison so nicht geholt hatten. Gegen Leverkusen zu Hause unentschieden und in Freiburg 1-0 verloren. Das sah nach einem glänzenden Start aus. Dann ging es ein bisschen schwieriger, aber ich bin sicher, nach dem 3-3 in Nürnberg, jetzt geht es vorwärts und Platz 14 am Ende wäre auch nicht das Schlimmste. Das Wir wollen in der ersten Liga bleiben. So sieht's aus. Das sollte das Ziel auf jeden Fall sein. Wolfgang, aber Platz 14, sind Sie zufrieden mit der Leistung bisher? Na gut, wir haben ja eine Prämisse gehabt in dieser Saison. Wir wollen in der ersten Liga bleiben und dass wir vorne mitspielen, das war ein Traum in der letzten Saison. Ja? Das konnte man eigentlich nicht erwarten. Und von daher denke ich, wenn wir den Platz so um die 10 halten und nicht weiter runtergehen, denke ich, bin ich damit zufrieden. Und wir haben ja immer noch Substanz drin in der Mannschaft. Ja. Wir haben eine junge Mannschaft, ganz klar, eine neue Mannschaft. Die Hälfte der Spieler wurden ausgetauscht, das muss ich erst mal finden. Und von daher sehe ich doch ein tolles Potenzial der Weiterentwicklung. Es geht bergauf, es geht manchmal auch wieder bergab. Das ist halt Fußball und das macht das Ganze so interessant. Und Spaß vor allem. Und Spaß vor allem. Ben, wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, wurde eben schon angesprochen, dass die Erwartungshaltung natürlich relativ hoch war. Von manchen Fans, die dann dachten, na, jetzt sind wir mal so hoch gestanden, jetzt wollen wir auch wieder dahin. Aber eigentlich war ja auch vom Verein immer gesagt, wir wollen die Klasse halten. Wir gucken, dass wir irgendwie in der ersten Liga bleiben. Und dass es für schwer wird, war für alle klar. Gerade auch kurzfristige Abgänge wie Christian Fuchs, der natürlich eigentlich eingeplant war und dann doch noch die Biege gemacht hat auf die unschöne Art und Weise. Von daher denke ich, die Mannschaft soll sich jetzt mal einspielen. Dann warten wir mal ab. Und wenn vielleicht noch das Wintertrainingslager, dass sich die jungen Spieler auch dann noch ein bisschen mehr zurechtfinden, glaube ich, erlebt man noch eine deutlich bessere Rückrunde. Wir haben allerdings auch einen schwachen Verein zum Teil gesehen, gerade wenn es um die letzten Schlussminuten geht. 3-3 gegen Nürnberg, es war eine tolle Aufholjagd, aber zum Schluss wieder ein eingeschenkt bekommen. Klaus, ärgert Sie das? Ist das ein neues Markenzeichen der Mainzer, in der Schlussphase doch noch unterzugehen? Also ich hoffe nicht, dass es ein Markenzeichen wird, sondern dass es eine vorübergehende Erscheinung ist. Meine Frau ist nach dem 2-0 in Nürnberg mit dem Hund raus, weil der Hund hat es nicht mehr ertragen, meine Schreierei und meine Frau auch nicht. Aber als ich dann kurz vor der Halbzeit raus bin, standen sie mit Nachbarn zusammen und das 2-2 und dann das 3-2, das war Mainz 05. Dass ausgerechnet Andreas Iwanschitz, der ansonsten ein starkes Spiel gespielt hat und auch ein wunderschönes Tor zum 3-2 gemacht hat, ein Fehler im Mittelfeld unterlaufen ist und dann Nikolce Noweski ein bisschen zu spät kam mit der Grätsche. Tja, da war es das 3-3. Aber wir wissen, wir werden auch die Tore in der zweiten Halbzeit deutlich geringer uns vom Gegner einschieben lassen. Wir werden stärker werden. Die Abwehr wird stabilisiert und dann wird im Sturm noch ein bisschen lebendig gespielt und dann schaffen wir das. Das klingt ja sehr siegesgewiss. Wolfgang, sind Sie da auch der gleichen Meinung? Ich meine, 18 Gegentore, das ist schon ein ordentliches Pfund, ne? Ist schon viel. Also wenn man ein Spiel gewinnen will, muss man erst mal hinten dicht machen, damit man keine Gegentore bekommt. Wir haben ja eine relativ gute Abwehr.
die teilweise eingespielt ist, teilweise ein bisschen neu ist. Gut, Fadi ist da, Bungert, Nico Bungert ist da, Noweski, eigentlich der Fels in der Brandung, da dürfte normalerweise nicht so viel passieren. Aber irgendwie ist manchmal der Wurm drin, dass Abwehrfehler gemacht werden. Und wie sagt man so schön, der Trainer hat gesagt, Geschenke gemacht werden, ja? Dass wir zu viel Geschenke an unsere Gäste machen. Wir sind zwar ein gastfreundlicher Verein, wir lieben unsere Gäste, eins der besten Vereine, die Gäste immer gut begrüßt, aber eins sollten wir den Gästen nicht schenken, das sind Tore. Und das haben wir gemacht durch relativ dumme Abwehrfehler von ganz erfahrenen Abwehrstrategen, ja? Ob das jetzt Bo Svensson ist, ob Nicole Genoveski oder wie auch immer. Ja? Von daher muss das erstmal stabilisiert werden. Mittelfeld haben wir tolle, ja? Wir haben ja einen Kader von 28 Spielern. Ist ja enorm, ist ja fast zu viel. Das sind etliche Spieler, die noch gar nicht gespielt haben, die noch immer noch in der Mannschaft im Kader drin sind, die auch noch mal sich entwickeln können, wie Fabian Schönheim, wie zum Beispiel der Mali, der noch mitspielt, oder Yilmaz. Also es sind etliche Spieler, die noch Potenzial haben, die noch kommen können. Und dann ist noch ein verletzter Spieler. Ich denke, dass der auch bald, Saloy wird ja auch bald kommen. Der ist jetzt im Aufbautraining. Der hat die letzte Saison, war das halt der Sturm gewesen. Der ist vollkommen auseinander, ja, wo letztendlich jetzt Schürrle weg ist, Holtby weg ist. Ja, dieser Dreiersturm, der ist einfach nicht mehr da. Ja. Muss man sich halt neu finden. Na klar. Und dann ist ein Findungsprozess. Der wird kommen. Wir werden zwar noch ein paar Spiele verlieren, ganz klar. Wir werden oben nicht mitspielen, sondern war ja immer die Prämisse gewesen, also auf dem Boden bleiben, dass man dann erst dann abhebt, ja, wenn man diesen Erfolg in der letzten Saison gehabt haben. Aber im Abstiegskampf sind wir ja eigentlich auch erfahren. Von daher, also, das war ja in den vorliegenden Bundesliga-Saison auch immer wieder der Fall gewesen. Ja. Von daher werden wir uns so schlagen, dass wir in der ersten Liga bleiben. Aber dennoch muss ich noch mal auf die 18 Gegentore zurückkommen. Nur Hamburg und Freiburg haben noch mehr zugelassen. Ben, was ärgert Sie daran? Ich meine, auch wenn man auf der Tribüne ja mitsitzt und sagt, oh, nicht schon wieder. Gerade gegen Dortmund war das ja auch so ein Ding, wo man eigentlich ja schon fast sich ein Gewinner gefühlt hat und dann doch als wirklicher Verlierer vom Platz gehen musste. Ja, aber auch, man muss auch sagen, wir haben auch wirklich viel Pech. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also gerade bei dem Schuss von Dortmund, da segelt der Ball da durch einen kompletten 16er. Da hält Arne nur den Fuß, die Fußspitze dran. Der wird abgefälscht und dann war es das. Genauso, wo Eugen Polanski den Ball vertändelt hatte mal im Mittelfeld. Das sind halt so viele individuelle Fehler. Letzte Saison war das irgendwie, die Unsicherheiten waren nicht so groß. Das überträgt sich jetzt immer mehr von einzelnen Spielern auf die komplette Mannschaft. Wenn dann Eugen Polanski mal unkonzentriert ist, dann auf einmal merkt man auch, dass die Abwehr unkonzentriert ist. Dann läuft es im Sturm vorne im Dribbling nicht. Und ich würde jetzt nicht, die Kondition würde ich jetzt nicht so ansprechen, das war ja immer schon ein Thema, aber ich glaube, da sind wir sehr gut aufgestellt. In Nürnberg war es vielleicht mal, da hat die Mannschaft wirklich 70 Minuten richtig Gas geben müssen und ist viel gerannt. Aber ich glaube, am Ende ist das einfach jetzt mehr ärgerlich. Die Mannschaft zahlt noch ein bisschen Lehrgeld, aber lieber am Anfang und wir kriegen das jetzt in den Griff, als dass wir am Ende dann irgendwie ein bisschen verlieren. Das gab es auch unter Kloppo schon, da haben wir auch 7 Spiele in Folge verloren. Das hatten wir halt. Und hätten wir diese Phasen nicht, dann wären wir Bayern München oder Borussia Dortmund und würden dann ganz oben stehen. Das wäre dann ganz anders natürlich. Aber nicht, dass wir nur viele Tore kriegen. Wir schießen auch viele Tore. Ja, insgesamt sind es schon 12. Das ist ja jetzt auch nicht schlecht. Ja, also Sie sprachen davon, Wolfgang, dass der Sturm sich erstmal finden muss. Der klingt ja für mich eigentlich schon intakt, oder? Klaus, wie sehen Sie das? Ja gut, wir haben ja im Angriff mit Chodomo Deng, er wirkt so unheimlich steif, aber er hat schon technische Dinge drauf, die ungewohnt sind und für die gegnerische Mannschaft manches überraschend kommt. Ich glaube, dass wir noch ein bisschen, ich setze sehr auf Anthony Uja. Ich bedauere es, dass er nicht früher jetzt schon mal die Chance bekommen hat, auch ein ganzes Spiel zu machen. Aber ich glaube, man hat es gesehen, gerade gegen Dortmund, wenn Andreas Ivančić ihn, wo er großartig durchs Mittelfeld marschiert ist und anstatt den selbst zu versuchen, auszuspielen, den Ball nur dem Uja in den Lauf legt, der Weidenfeller war auf der Torlinie, konnte gar nicht raus, das wäre das 2-1 gewesen. Und dann wäre Dortmund dort, wo wir jetzt stehen, und wir wären vor Dortmund. Denn wir hatten die gleiche Punktzahl wie Dortmund bei dem Spiel. 7.
Ja. Und Dortmund hat dann 10 und jetzt noch mal 3 gemacht gegen Augsburg. Aber wir nur einen in Nürnberg und 8. Also ich bin sehr zuversichtlich. Auch hinzukommend ist, dass neben den Überraschungen, die ein Uscha bringen kann und bringen wird, mit Stieber und mit Müller, der ja jetzt auch mit im Wettbewerb ist Tor des Monats. Denn wer hat schon mal im Sitzen so ein Tor geschossen gegen Weidenfeller? Immerhin der Torwart, der von sich sagen darf, er ist zwar einer der besten Torhüter in der Bundesliga, aber er wird nie in der Nationalmannschaft spielen, weil immer andere ein Tickchen vor ihm sind. Ja, also zu der Nominierung muss man ihm ja schon gratulieren, das ist ja schon toll. Natürlich bei den Kollegen da im Tor des Monats dabei zu sein, das war aber auch schon ein schönes Tor. Also kommt nicht alle Tage vor, aber die Konkurrenz ist auch hart, gerade in diesem Monat irgendwie. Aber man konnte es ja gar nicht fassen im Stadion, also es war gar keiner Torjubel. Alle dachten, der Ball ist schon längst im Aus, von der anderen Seite hat man das gar nicht gesehen, auf einmal war der Tor... War der Ball im Tor und was war denn da? Ja, also, genau, man konnte es erst an der Wiederholung irgendwie erst realisieren. Ich habe es richtig gesehen. Ich habe so konzentriert dahin geguckt und meine Frau hat mich unglaublich angeschaut. Wie 1-0 für uns? Die hat es nicht umsetzen können. Aber ich habe, weil ich genau in diesem zwischen Leuten durchgeschaut, wir haben gestanden auf der Tribüne und nicht gesessen mehr vor Begeisterung. Es war ja ein toller Spielzug. Und dann kam dieses Ding da und er liegt da und dann schießt er den hoch und er zappelt im Netz. Das hat kaum jemand gesehen, weil es kam so schnell und es war ja vielleicht 4-5 Meter höchstens vor dem Tor. Und, aber es war herrlich. Ja, war sehr schön. Schönes Erinnerungsstück. Auch an ein dann leider nicht so erfolgreich abgeschlossenes Spiel. Das hätte nur halten müssen, 1-0. Ja, genau. Da war ja die Hölle los nach dem 1-0. Da war das Spiel ja mehr oder weniger auf den Kopf gestellt, weil die Dortmunder sich ja jetzt auch nicht so toll angestellt haben, gerade in dieser Phase. Irgendwie. Und dann noch das 2-0 gefallen, da wäre Dortmund tot gewesen. Ja, wäre anders und gelaufen wahrscheinlich. Wer und hätte hinterher zählen die Tore, wie immer im Fußball. Und das Gute beim Fußball ist, wir haben immer noch eine Chance. Die Drei-Punkte-Regelung, die ist doch enorm gut. Ja. Ja, da hat man mal 2 Spiele gewonnen und schon ist man mit 6 Punkten wieder und umgekehrt. Also das ist ruckzuck alles wieder gut gemacht. Schauen wir mal. Also Sie sind zuversichtlich, der Cheftrainer ist es auch. Er hat ein kleines Fazit mal gezogen in der Allgemeinen Zeitung Mainz. Wir sind definitiv einen Schritt weiter gekommen. Wir hatten das Gefühl, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die sich überwinden will. In Nürnberg haben die Spieler nach dem 0-2 einfach nur noch gemacht und nicht mehr so viel überlegt. War es das, was gefehlt hat? Also dass man wirklich wieder gemerkt hat, da ist Leben in der Bude oder... Ben, wie sehen Sie das? Ja, ich fand, das hat man bei den Toren auch gesehen. Ich glaube, Ivančić, wenn er noch länger überlegt hätte, was er mit dem Ball macht, hätte er dann vielleicht noch mal in die Mitte geköpft, ob da noch jemand gestanden hätte. Und so hat er ihn einfach ins lange Eck geköpft. Das war dann halt einfach immer so. Und ich glaube, das hat die Mannschaft wirklich gebraucht, nach so einem Rückstand dann wirklich noch mal zurückzukommen und dann wirklich noch mal das Spiel auch zu drehen, auch wenn es am Ende leider nicht gereicht hat. Aber ich glaube, für die Moral war das schon sehr wichtig. Und jetzt muss man halt gegen Augsburg dann halt einfach nachlegen. Da auch nicht lange denken, sondern einfach die Nürnberger hatten im Prinzip in der ersten Halbzeit 2 Torschüsse, 2 Tore. Die waren drin, genau. Das war sehr, man muss schon sagen, diese individuellen Fehler, die jetzt in der Abwehr gemacht worden sind in den ersten 8 Spielen, in den ersten 7 Spielen, mit Verlaub. Denn gegen Leverkusen hat es auch schon mal gebrannt ein bisschen. Aber das waren individuelle Fehler und das war doch insbesondere das 2-0, das war richtig eine Vorlage geköpft, anstatt den Ball zu transportieren auf die Tribüne oder sonst wo. Ja. Aber warum hat das so lange gedauert mit diesem im Kopf umschalten, genau das, wie der Thomas Tuchel das jetzt gerade beschrieben hat, dass sie wieder machen und nicht erst überlegen groß. So ist es. Man muss einfach tun, nicht so viel den Verstand einschalten. Der Tuchel macht ja dieses Training, das Individuelle, das Auto. Automatisierte Training, dass man in jeder Situation weiß, was man macht, ohne das Großhirn dann einzuschalten. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Und die Mannschaft per se, das war ja in der letzten Saison dieses Mannschaftsgefüge, dass die alle zusammen gekämpft haben. Das muss ich jetzt noch ein bisschen mehr stabilisieren und dann wird Mainz 05 wieder eine feste Größe und auch zumindest einen guten Mittelfeldplatz halten. Und dann haben wir unser Ziel erreicht.
Da lodert das Feuer wieder in Ihren Augen, Wolfgang. Ja. Sprechen wir kurz über Thomas Tuchel. Er hat sich dazu entschieden, kein Testspiel während dieser Länderspielpause anzusetzen. Es gab ja in der Vergangenheit traditionell auch Testspiele. Wollte er nicht haben. Verständlich, oder? Ja, absolut. Also, ich habe auf Testspiele noch nie was gegeben. Meine große Erinnerung liegt noch an dem 5-0 gegen Liverpool, wo alle gejubelt haben, wir gewinnen 5-0 gegen Liverpool, und dann sind wir abgestiegen. Letzte Saison haben wir, glaube ich, irgendwie jetzt Vorbereitungsspiel gegen Darmstadt gehabt. Das war irgendwie auch nicht so knülle. Also ich lege da, glaube ich, nicht so viel Wert drauf. Und das tut er, glaube ich, mittlerweile auch nicht, weil auch die Medienresonanz manchmal schon etwas vernichtend ist, wo es dann heißt, ja, und gegen so einen unterklassigen Gegner muss man eigentlich viel besser dastehen. Und ich glaube nicht, dass es jetzt taktische Defizite sind oder auch konditionell. Ich glaube, das liegt einfach im Moment an der mentalen Sache. Und da tut es den Spielern vielleicht mal ganz gut, wenn ein bisschen Ruhe einkehrt. Die vielen Nationalspieler, die jetzt unterwegs sind, die haben auch genug Stress. Und ich glaube, da ist ohne Testspiel, ist, glaube ich, mal eine ganz gute Alternative. Insbesondere für Elgin Soto ist die Pause Gold wert. Denn er hat in den ersten Spielen ja sensationell, also wie wir Elgin kennen, gespielt. Aber man hat es dann von Spiel zu Spiel mehr und mehr gemerkt, dass er im Prinzip ausgebrannt war, weil er die ganze Sommerpause im Prinzip in Südamerika bei der Südamerikameisterschaft durchgespielt hat. Und das war zu viel für ihn. Und er ist eine Schlüsselfigur im Mittelfeld, denn seine Balleroberung, die ist sensationell. Das ist einmalig, wie er von 3-4 Meter Entfernung angeflogen kommt und sich den Ball angelt und sofort wieder zum Abspiel bereit ist. Das hat der Mannschaft ein Stück gefehlt. Und das hat auch zu den Fehlern, individuellen Fehlern, weil Überlastungen beispielsweise bei Nicole Genoveski oder auch bei Eugen Polanski. Allerdings will ich eins sagen, Tuchel hat auch Einsichten gehabt in der Saison. Er hat nämlich erkannt, dass er gegen Schalke völlig falsch ausgewechselt hat. Er hatte Nico Bungert gerufen. Nico Bungert kam und dann hat er sich anders überlegt. Und Malik Fadi war hoffnungslos überfordert gegen Fafan. Und das war der Schlüssel zur Niederlage. Denn Fafan hat alle 4 Tore, war er beteiligt in der zweiten Halbzeit. Und ich bin überzeugt davon, wenn Nico Bungert oder Caligiuri mit seiner Schnelligkeit gegen Fafan, dann wäre manches so nicht passiert. Und dann wäre auch das eine oder andere Spiel anders gelaufen. Tuchel hat Einsicht, die Mannschaft hat Einsicht, wir Mainzer haben Einsicht. Also lernen. Und wir werden besser. Das ist wichtig, man muss lernen. Wir sind doch der Wissenschaft. Ja. Jetzt nur mehr Fußball wissenschaftlich betreiben. Wenn man so sieht, dass man sagt, man lernt aus seinen Fehlern, ja, dann kann man sich weiterentwickeln. Ja. Und das, denke ich, da kann man drauf aufbauen. Der Fußball lebt ja auch von den individuellen Fehlern oder von den Fehlern, sonst würden keine Tore fallen. Richtig. Ja, sollen die anderen machen, das wäre am schönsten. Aber ab und zu machen wir ja auch selbst mal Fehler. Von daher sollte man das etwas lockerer sehen. Und das wird sich schon stabilisieren, wenn die Spieler wieder wirklich fest an ihre Fähigkeiten, die haben die ja. Ja. Ich meine, wir haben ja einen Kader, einen ausgeglichenen Kader mit vielen Spielern, da kann man variieren, die kann man einsetzen, die sind auch bereit, sich zu opfern. 12 Nationalspieler sind über das letzte Wochenende abgestellt gewesen. Das muss man sich mal vorstellen. Das hätte vorher, als Manuel Friedrich zum Nationalspieler wurde, das war sensationell. In der Zwischenzeit gehört das zur Routine, dass in der U15, in der U16, U17, U20, U21 Mainzer als Nationalspieler auftreten und natürlich auch in den Nationalmannschaften anderer Länder wie Boswisch oder Zabavnik oder Nicole Genoveski oder. War natürlich auch ein Grund, dass er das Testspiel vielleicht abgesagt hat, weil er einfach zu wenig Leute hat. Und das ist ja schon fast ein Luxusproblem, wenn man fast dann sagt, man hat so viele Nationalspieler, was für den Verein natürlich nicht so gut ist, weil dann natürlich dann auch das Verletzungsrisiko nach oben geht. Aber ich glaube, für die Spieler an für sich, da schon Auftrieb gibt. Ich glaube, Andreas Iwanschütz, der wird jetzt strahlend zurückkommen. Das erste Spiel seit Jahren für die österreichische Nationalmannschaft macht direkt ein Tor. 33 Monate. Genau, und ich glaube, das wird ihm richtig Auftrieb geben und das wird er jetzt auch mitnehmen, den Schwung auch in die Liga. Und ich glaube, das ist schon eine ganz gute Sache für ihn gewesen. Ich glaube, der Constantini hat deswegen aufgehört, weil er die 33 Monate, ich meine, der Zahl. Ja. Nee, also das Tor, und der wurde auch ordentlich gefeiert, Andi, in Österreich. Ja, ich würde das ist ja natürlich. Da haben wir gleich 2 Nationalspiele in Österreich gehabt. Baumgartlinger noch. Der übrigens
typisch Anfangsschwierigkeiten gehabt, nicht in die Mannschaft hineingekommen. Ja. Und bei jetzt die beiden letzten Spiele, insbesondere auch in Nürnberg, eine tolle, wirklich ein tolles Spiel geliefert hat. Ja. Und zwischen den Sechsern, zwischen den Defensiven und dem Sturm eine Rolle übernommen hat, die vielleicht für ihn auf die Zukunft sein kann. Also ich bin da sehr optimistisch, weil von den jungen Spielern das eine oder andere auch noch mal ins Loch fallen kommen wird. Aber wie Baumgartlinger mit 23, der jetzt eine Chance hat, in den nächsten Spielen stabilisierend und dann diese individuellen Fehler möglicherweise auch reduzieren hilft. Wenn Sie das Spiel gegen Nürnberg ja schon ansprechen, da gab es ja auch eine schöne Erkenntnis, dass die ersten beiden Tore mal wieder durch Standardsituationen entstanden sind. Da gab es einmal einen Freistoß und aus einer Ecke heraus. Gibt das auch mehr Sicherheit, wenn man das auch trainiert und dabei diese Erfolge dann endlich mal kriegt wieder? Also könnte das auch wieder ein Erfolgsrezept werden, um jetzt die weiteren Spiele auch zu gewinnen? Wolfgang, vielleicht. Es ist ganz wichtig, dass die Standards trainiert werden. Ja? Da fallen halt die Tore. Da muss man halt mal einen Eckball entsprechend reinspielen. Da muss man auch mal einen Freistoß reinkriegen. Wir haben ja gute Spezialisten hier im Team drin. Du meinst aber umgekehrt. Die Standards von den Gegnern sollten nicht so gut sein, dass unsere sich ausheben. Das auch nochmal. Das auch nochmal. Nein, aber dass die Mainzer jetzt auch mal wieder treffen aus Standards, das ist ja sehr wichtig. Das haben wir jetzt auch bisher nicht gemacht, Ivancic und so weiter. Ja. Und wir haben in Zukunft einen A-Nationalspieler, der steht schon im Team. Ja. Das ist der Jan Kirchhoff, der wird kommen. Ja, das heißt, wir entwickeln immer, was Sie vorhin auch gesagt haben, die Jugendarbeit ist extrem wichtig. Und in Deutschland mittlerweile wird eine Jugendarbeit gemacht, die weltweit führend ist. Ja? Dass wir junge Nationalspieler entwickeln und dass Mainz auch damit integriert ist in diesen ganzen Prozess. Nur so kann man vorankommen, dass man dann die teuren Spiele irgendwo kaufen. Günstiger ist, wenn wir unsere jungen Spieler entwickeln in einem Verein wie Mainz, die auch eine tolle Jugendarbeit machen. Und die dann langsam mit einbauen. Deswegen haben wir ja unseren jungen Trainer, der wirklich mal A-Jugendtrainer war, der die Jugend versteht. Und das, denke ich, ist auch eine Zukunft, eine Zukunftsperspektive, die wir haben. Die müssen wir noch weiterentwickeln. Und dann sehe ich für die Zukunft eigentlich überhaupt keine Probleme. Naja. Sehen Sie das anders? Na gut, ich bin ja mindestens so optimistisch wie der Wolfgang. Meine Begeisterung im Stadion ist kaum zu überbieten, wenn es darum geht, die auf geht's und hoch. Und da müssen die gediegenen Herrschaften in den bequemen Polstern sich bewegen. Ja. Aber ich glaube, man sollte nicht zu euphorisch sein. Ich bin überzeugt davon, dass der Verein insgesamt einen tollen Weg gegangen ist und auch gehen wird. Aber alleine mit jungen Spielern die Zeit dafür zu haben, das wird einigermaßen schwierig. Und ich vertraue da ein Stück auf Christian Heidel mit seiner Erfahrung. Er ist jetzt ja der dienstälteste Manager in der ersten und zweiten Liga. Und ich glaube, dass der Christian Heidel es genau versteht, auch gegebenenfalls mal einen etwas älteren Spieler, jetzt wie beispielsweise Bosbech, der bei FC Kopenhagen Champions League-Erfahrung gesammelt hat. Man spürt bei ihm, dass da das ein oder andere anders läuft. Und da kann man nicht nur auf die eigene Jugend, sondern man muss auch ein bisschen sich drumherum umsehen. Aber die Mischung ist immer eine Synthese, muss man ganz klar sehen. Eine Mannschaft braucht erfahrene Spieler und braucht junge Spieler, die hungrig sind, ja, die wirklich noch Power haben, die entwicklungsfähig sind. Und wenn die integriert werden in dieses Netzwerk, das macht eigentlich eine Mannschaft aus. Und das ist, glaube ich, das, was... Mir fällt einfach spontan ein, Eintracht Frankfurt hatte bei Beginn der zweiten Ligasaison große Probleme in der Abwehr. Sie haben den Stefan Bell geholt von Mainz 05, der ausgeliehen war zu 1860 München, in der zweiten Liga durchweg Stammspieler war. Mhm. In Frankfurt hört man und liest nichts mehr von ihm. Und Stefan Bell ist sicherlich ein ganz, ganz großes Talent. Aber wenn dann die Spielpraxis verloren geht,
Ist das unter Umständen für einen jungen Spieler, 19, 20, 21 Jahre, ein großes Problem? Deswegen ist das die Ausleihe von Slitkovic in Richtung St. Pauli auch etwas, was einen jungen Spieler fördern kann. Und in diese Wechselbeziehungen, da wird Mainz, sehe ich gute Chancen, dass der positive Trend, den der Wolfgang sieht, auch unterlegt wird durch harte Fakten. Das hoffen wir mal, dass das so weitergeht, gerade jetzt beim nächsten Spiel. Es geht in der Kofas Arena gegen den Aufsteiger. Augsburg kam ja bei Dortmund unter die Räder mit 4:0. Was erwarten Sie vom Spiel, Ben? Ich glaube nicht, dass die sich abschlachten lassen. Also wie man sagt, so ein angeschlagener Boxer, die haben jetzt, glaube ich, 8 Spiele nicht gewonnen. Also die haben gar keins gewonnen, irgendwie nur ein paar Pünktchen da unten. Ja. Noch weniger Punkte als Hamburg und das ist, glaube ich, schon nicht so einfach oder punktgleich fast. Ich glaube, das wird eine ganz schwere Nummer, weil die müssen jetzt einfach, die haben ja gar nichts mehr zu verlieren. Ich meine, wenn ich ganz unten drinnen stehe, dann kann ich auch nicht noch weiter fallen. Und deswegen müssen die halt rennen wie die Hasen. Und ich glaube, das wird schon eine relativ schwierige Nummer. Aber ich glaube, mit dem Nürnberg-Spiel, mit 2 Wochen Pause, die Nationalspieler, die vielleicht ihre Erfolge gehabt haben, ich glaube, da können wir schon ein bisschen was versuchen. Die müssen jetzt einfach nochmal Gas geben vorneweg. Ich glaube, jetzt hat sich die Mannschaft auch ein bisschen gefunden. Jetzt, wie vorhin schon gesagt wurde, Elkin Soto, der ist zwar jetzt im Loch, vielleicht hat ihn die 2 Wochen jetzt gut getan, aber ich glaube, mit Jan Kirchhoff und Julian Baumgartlinger haben wir da jetzt 2 wirklich gute Leute, auch auf der gleichen Position, die auch da im defensiven Mittelfeld richtig gut mitspielen können. Eugen Polanski ist auch gerade in einem Loch, aber das haben wir letzte Saison ja auch erlebt. Wir haben Luis Holtby am Anfang der Saison gehabt, der hochgejubelt wurde, super gespielt hat und dann auf einmal ist er ein tiefes Loch gefallen, da haben das andere Spieler wieder aufgefangen und das ist, glaube ich, unsere große Stärke, dass wir besonders diese Saison wenig von diesen extrem hochgejubelten Stars haben. Das hatten wir letztes Jahr vielleicht mit der Boygruppe ein bisschen mehr. Das ist, glaube ich, die Angehensweise dieses Jahr, dass wir keine Stars haben, sondern, wie man so schön sagt, der Star ist die Mannschaft, dass das dieses Jahr wieder die Prämisse sein wird. Und dann werden wir mal gucken. Vielleicht haben wir am Ende der Saison wieder einen Star, der uns dann wieder 14 Millionen bringt, wenn wir dann nach Leverkusen verkaufen. Also. Wenn es dem Bankkonto dann gut tut, ja, Wolfgang? Das ist ja so nebenbei gesagt, es ist doch einfach auch schön, dass Mainz 05 noch vor Bayern München in einer Bewertung steht, was die Wirtschaftlichkeit des Vereines anbelangt. Das ist auch ein Verdienst von Harald Strutz, von Friedhelm Andres und vor allen Dingen natürlich Christian Heidel, dass solide gewirtschaftet wird. Und ich habe du warst auch bei der Veranstaltung, Kardinal Lehmann mit Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß hat das auf die Frage, was er von der Kofas Arena hält, und da sagt er, das ist genau die richtige Größe für diesen Verein. Und es ist so, dass Mainz 05 immer mit Maß, mit Augenmaß arbeitet. Nicht wie manch andere Vereine, die riesen Stadien bauen und dann nachher die Probleme haben. Er hat keinen anderen genannt, aber er hat die Kofas Arena herausgestellt. Und ich muss sagen, Uli Hoeneß, das war jedes, und das ist ja nicht geringes Gewicht, jedes Gramm war Selbstbewusstsein in diesem Sessel. Und Frank Elstner konnte ihn fragen, was er wollte. Er hatte die Antwort. Und ich bin überzeugt davon, das ist auch so ein schöner Gag, der Klaus Hafner, unser Stadionsprecher, dass der in der Allianz Arena im ersten Spiel dort die Mannschaftsaufstellung bekannt geben durfte. Das ist Uli Hoeneß, der hat gesagt, Sie haben das letztes Jahr in Mainz so toll gemacht, wie wir 4:2 verloren haben, aber in der Liga blieben und Bayern deutscher Meister. Das bei einem solchen Weltverein, Klaus Hafner, die Mainzer Mannschaftsaufstellung, sind doch schöne Erinnerungen. Super. Und so soll es wieder werden. Auf jeden Fall. Wenn wir die Bayern 2:1 geschlagen haben. Wir sind der einzige Verein, der die Bayern in einem Jahr mal zweimal geschlagen hat. Na gut. Zu Hause und bei den Bayern. Diese Chance haben wir jetzt wieder. Genau. Und wir fangen mit dem Spiel gegen Augsburg an am kommenden Samstag. Ich wünsche Ihnen allen viel Spaß auf der Tribüne. Danke, dass Sie meine Gäste heute waren. Das war gut gekickt, das Fußball-Fan-Magazin hier auf Gutenberg TV zum ersten FSV Mainz 05. Diese Sendung können Sie auch gerne sich noch einmal ansehen in unserer Mediathek auf gutenberg.tv. Da freuen wir uns auch über Ihre Zuschriften, wenn Sie einmal selbst hier mitdiskutieren möchten oder uns ein schönes Foto schicken aus der Kofas Arena. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.